Habt ihr eine Frage an Kämpfi? Ja, ob man sich da jetzt schon langsam dran gewöhnt hat, ohne die Fans im Stadion zu spielen, oder ob es immer noch ein bisschen ungewohnt ist, dass es so leise ist, vor allem. Gewöhnt mittlerweile leider ja, muss man wirklich sagen. Aber natürlich ist es nicht schön. Also ich glaube, jeder, der den Fußball liebt, der vermisst die Leute im Stadion. Und das eigentlich jeden Spieltag ein Stück weit mehr. Weil ich sage, das ist ja auch so ein Grund, warum es so besonders ist oder warum es so ein Traum ist, auch Fußballprofi zu werden. Natürlich auch im Endeffekt, weil man halt das Ziel vor Augen hat, okay, geil, vor 50.000 Leuten spielen. Von daher, es ist langsam echt ein bisschen mühselig, dass das leider keine Aussicht gibt, dass das irgendwann in der nächsten Zeit besser wird. Aber ich meine, wir versuchen natürlich unser Bestes draus zu machen und die Sache so anzunehmen, wie sie dann im Endeffekt ist. Ja, mich würde mal interessieren, wie ist die Kommunikation in der Kabine? Wird da Englisch gesprochen oder in welcher Sprache geht es ab? Ja, verschieden. Wir haben eine kleine French Connection auch noch bei uns dabei, sage ich jetzt mal mit Silas oder mit Tanguy Koulibaly, mit Naui, Momo Cissé, sind viele französischsprachige Jungs bei uns dabei. Da wird es natürlich für mich persönlich wird es dann mal ein bisschen schwierig, mit denen dann im Austausch zu sein. Wobei ich sagen muss, dass es mit Englisch dann doch ganz gut funktioniert. Mataro Endo oder auch viele andere Jungs können eigentlich fließend Englisch sprechen. Von daher ist dann mit den Jungs Englisch an der Reihe, aber die meisten natürlich verstehen auch Deutsch. Und da sieht man ja auch, wenn man auf die Tabelle schaut, dass Diversität und das diverse Team, glaube ich, extrem erfolgreich ist, was ja auch durch das letzte Trikot auch nochmal ein Stück weit unterstrichen wurde. Niklas, dann kommen wir zu dir. Was war deine Lieblingszeit beim VfB oder ist? Meine Lieblingszeit, ja, ich muss sagen, der Aufstieg im letzten Jahr war natürlich schon extrem. Ja, zufriedenstellend für mich war, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Natürlich auch noch mit dem Happy End und mit dem Ende, das wir dann hatten, ist nicht so optimal gelaufen gewesen, das ganze Jahr über. Aber im Endeffekt war es natürlich umso erleichternder, dass es dann funktioniert hat. Und ich bin ehrlich, normalerweise, ich glaube, so wie wir aktuell dastehen, wäre die Saison an sich der schönste Moment bis jetzt beim VfB, wenn, wie gesagt, ihr dabei wärt, die Fans im Stadion und ich glaube, dann könnte die Zeit aktuell auch zu der besten Zeit zählen, seitdem ich hier in Stuttgart bin. Was machst du als Ausgleich zum Fußball Ich sag mal, in meinen jungen 20ern war es oft noch die PlayStation. Jetzt mittlerweile muss ich ja sagen, ich bin ja jetzt seit einem knapp halben Jahr bin ich ja Papa. Und ja. Ich muss sagen, da ist nicht mehr so viel Zeit über für PlayStation spielen. Aber ist auch in Ordnung so, ist auch gut so. Ich muss sagen, ich genieße die Zeit jetzt mit meinem Kleinen zu Hause. Der füllt meinen Tag aus, gibt mir immer ein Lächeln aufs Gesicht, egal wie es beim Fußball läuft. Von daher, wie gesagt, ist das eigentlich jetzt so der Hauptausgleich, den ich zu Hause habe. Das heißt, PlayStation ist gar kein Thema mehr. FIFA aktuell, Atta und Dida sind da ja zum Beispiel sehr aktiv. Gar nicht, nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Was war dein Lieblingstor für den VfB? Mein Lieblingstor waren ja leider noch nicht so viele. Ja, ich glaube, es war ganz klar das Tor gegen Heidenheim. Abendspiel, Flutlicht, ausverkauftes Stadion. Ja, zu Hause zum Führungstor einzunetzen, ist natürlich immer sehr, sehr schön. Ich glaube, was noch ein Highlight mehr geworden wäre, wenn wirklich auch Zuschauer dabei gewesen wären, das Tor gegen Hoffenheim in der Vorrunde in der, sag mal, letzten Sekunde. Ich glaube, wenn man da nochmal ja, auf dem Block dann hätte zulaufen können und nochmal, sag mal, die Emotionen freien Lauf lassen hätte können, dann wäre es natürlich auch nochmal ein Stück weit schöner gewesen. Und ich glaube, das wäre auch so ein Tor, was natürlich in die Vita mit schönstes Tor für den VfB gekommen wäre. Marc, wir wünschen dir alles, alles Gute für den Rest der Saison. Danke. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, danke an euch. Danke auch. Also wirklich, wie gesagt, in den letzten Wochen ist es ja immer ein bisschen schwierig, sag mal, mit der Fernnähe für uns Spieler. Von daher ist es auch für mich jetzt ja, eine super Gelegenheit gewesen und mal eine erfolgreiche Abwechslung gewesen. Und wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr da wart.